das dreitägige Osterfest. Triduum Sacrum. Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch die Bedeutung vom österlichen Triduum erklären, das man auch als Triduum Sacrum bezeichnet. Das sind Gründonnerstag, Karfreitag und der Karsamstag. Es sind die drei Tage bis zum sonntäglichen Osterfest. Am Gründonnerstag findet das letzte Abendmahl Jesus mit seinen Jüngern statt. Im Gottesdienst in der westlichen Welt verstimmen nach dem Gloria-Gesang alle Orgeltöne und das Glockengeläut bis zur Osternacht. Aber ich möchte auch am Rande erwähnen, dass der Gründonnerstag derzeitig auch eine politische Bedeutung hat. Da beginnen die traditionellen Ostermärsche. Am Karfreitag das ist der Karfreitag vor Ostern. Die Christen gedenken an diesem Tag des Todes am Kreuz von Jesus Christus. Karfreitag im althochdeutschen Kara, das bedeutet Klage, Kummer, Trauer. Es ist der Tag der Trauer, der Buße, des Fastens und des Gebetes. Nach der biblischen Überlieferung wurde Jesus am Karfreitag in Jerusalem verurteilt und gekreuzigt. Zuvor wurde er in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag von Judas Ischariot verraten. Theologisch sind die Tage vom Gründonnerstag und Karfreitag mit dem Fest der Auferstehung verbunden. Der Hauptgottesdienst aber, auch Karfreitagsliturgie genannt, steht im Zeichen der Trauer. Es ist eine Feier vom Leiden und Sterben Jesu und findet in der Regel nachmittags um 15 Uhr statt. Da in der Bibel festgehalten ist, dass Jesus in der 9. Stunde am Kreuz gestorben ist. In der Bibel wird der jüdische Tag ab 6 Uhr morgens errechnet. Die Gottesdienste am Karfreitag bestehen im Wesentlichen aus drei Teilen: einem Wortgottesdienst, der Kreuzverehrung und der Kommunionsfeier. Bei der Kreuzverehrung wird ein verhülltes Kreuz zum Altar getragen und dort enthüllt. In den Kirchen sind am Karfreitag alle Kreuze verhängt. Auch das ewige Licht brennt nicht und wird erst am Ostersonntag mit der Flamme der Osterkerze angezündet. Bei der evangelischen Kirche ist der Karfreitag der höchste Feiertag, da die lutherische Orthodoxie den Schwerpunkt auf die Auferstehung Jesus für die Menschheit legt. Denn es steht im Mittelpunkt, dass sich der Sohn Gottes für die Erlösung aller Sünden der Menschen ans Kreuz schlagen ließ. Für die Katholiken ist dieser Tag der strengste Fastentag in der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern. Die Christen sollen kein Fleisch essen und auch auf Hämmern und Klopfen verzichten, da Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Auch das Glücksspiel ist verpönt. Deshalb sind auch die meisten Spielhöhlen geschlossen. Der Karsamstag ist der stille Tag, der stillste Tag im Kirchenjahr. Da gedenkt man der Grabesruhe Jesus und man wartet mit Fasten und Gebeten auf die Auferstehung.
So, meine Lieben, das war das Triduum Sacrum. Am Ostersonntag lasse ich die Ostertage ausklingen. Bis dahin, eure Deria.